Fenerbahce hat auf die Vorwürfe von Bundesligist Eintracht Frankfurt nach dem geplatzten Transfer von Mittelfeldspieler Marco Fabian reagiert und die Entscheidung gegen eine Verpflichtung des Mexikaners in Person von Präsident Ali KOC verteidigt. Das Risiko konnten wir nicht eingehen. Auf mehr Details kann ich nicht eingehen, sagte KOC im vereinseigenen TV-Sender angesprochen auf die angeblichen Rückenprobleme bei Fabian. Diese hatten nach Fenerbahçes Darstellung dazu geführt, dass der Mittelfeldmann in Istanbul durch den Medizincheck gefallen war. Man habe die Untersuchtung sogar mehrfach machen lassen, betonte der Präsident. Eintracht Frankfurts Marco Fabian, Fenerbahce wollte im Vertrag einiges ändern, dass Fener kurz vor der Unterschrift noch Details im Vertrag geändert haben soll, die einen Wechsel letztlich platzen ließen, wies KOC zurück. Fabian hatte behauptet, sie haben es auf meinen Rücken geschoben, aber das ist Blödsinn. Es war alles verhandelt, der Vertrag war fix. Aber 5 Minuten vor der Unterschrift habe ich gesehen, dass einiges geändert wurde. Und das ist nicht korrekt. Da mache ich nicht mit. KOC dementierte dies, ohne Einzelheiten zu nennen. Um nicht respektlos zu sein, will ich nicht auf mehr Details eingehen. Eintrachts Sportvorstand Freddy Bobic hatte den Super LIG-Club ebenfalls attackiert, weil Fabian seiner Meinung nach so hingestellt werde, als könnte er gar keinen Fußball mehr spielen. Bobic bezeichnete das Verhalten der Türken als eine Sauerei.